Das Blockmiss 2021. Ich wünsche euch einen richtig guten Morgen. Und Berlin ist weiß geworden. Wollt ihr mal kicken? Die Kira sitzt auch da. Nicht? Schnecke, ja. Du bist so weiß wie da draußen. Da. Weiß er jetzt nicht. Alles schön weiß. Entweder ist zu früh der Schnee oder zu spät. Schöner wird er, sie haben es ja versprochen am ersten Advent, aber da war gar nichts zu sehen von. Einzig war Regen. Aber noch mal sehen, was das so bringt. So wie ich heute den Wetterbericht gehört habe und gesehen habe, soll das erstmal kalt bleiben. Und der Schnee kommt. Schnee ist schon da, jetzt kommt der Rest. Geschnitten ist es, jetzt fällt es bloß noch. Ja, mal sehen, was wir heute so machen. Also heute gibt es Fischstäbchen. Ich muss mich jetzt anziehen und muss zur Packstation fahren. Ich muss ein Paket abholen. Bei so einem Wetter macht natürlich Spaß. Aber kriegen wir auch in den Griff. Kein Problem. Hab ja Schneeketten dran und dann ist es gut. Kriegen wir hin. Ich bin wieder zurück von Paket holen. War eine Packstation und habe ein Paket geholt. Dann werden wir mal nachher sehen, was drin ist. Es ist ganz schön Schnee. Viel Schnee, 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 Schnee. Können wir ja nicht in Berlin brauchen. Mindestens nur für Straße nicht. Aber was soll's. Ich bin bei meinem mit außerhalb meiner Lieblingsbeschäftigung. Sieht das aus? Na, Kartoffeln. Und was macht man mit den Kartoffeln? Wenn man die essen will, muss man vorher schälen und kochen. Und ich werde jetzt schälen. Heute eben nämlich Fischstäbchen. Und dann werden wir schon die Kartoffeln vorschälen. Ja, wettermäßig, wie gesagt, Schnee. Schnee hat in der Stadt nichts zu suchen. Das war für die Kinder schön, ja. Aber für die Radfahrer ist das nicht sehr schön. Vor allen Dingen sind da noch keine Bürgersteige richtig frei. Und Radfahrwege ist recht nicht. Die Straßen, die werden nicht geschoben, die werden von Schnee, von den Autos. So kalt ist es noch nicht, dass es richtig liegen bleibt auf der Straße. Bisschen K.O. Die staune, dass die S-Bahn noch fährt. Musste ja über hinten bei uns in den Schranken, über die Schranken musste ich ja gehen. Staune, dass die S-Bahn noch fährt. Und Busse, dass sie noch fahren. Meistens ist es da eine Schneeflocke und Berlin steht still. Was Verkehrsbetriebe anbetrifft. Schnee. Ja, Schnee ist der Fall. Das Einzige, was rumfährt, ist Schneeflühe, die kleinen. Die fahren Bürgersteige ein bisschen ab. Aber nur da, wo bezahlt wird. Ne? Ist nicht so wie früher. Vorne angefangen, hinten aufgehört. Wir schieben alle drunter. Ist nicht mehr. Nur vereinzelte Häuser siehst du, wo da bezahlt wird, wo die kommen und machen den Schnee weg, ansonsten nichts. Unsere Verwaltung, unser Hausmeister, nö. Warum? Entweder hat er so viel zu tun, dann müssen sie eh noch einstellen für sowas. Denn vorher, die Hausverwaltung, die wir vorher hatten, da haben wir einen Hausmeister auch gehabt und der hat geputzt. Und wenn irgendwie was war, was im Haus anbetrifft, kein Problem, der kam, hat sich das angekickt und hat den Schaden behoben. Der kam auch pünktlich hier, frühmorgens, mit Schneeschieben. Der hat schon um 4 Uhr, war der schon hier und hat schon Schnee geschoben. Also so ist es nicht. Aber hier brauchen wir ja nicht. Ja, was ist denn, wenn ich jetzt raussehe, fall hin, bricht mir die Knochen.
Wer bezahlt mir das? Ich glaube nicht, dass die Verwaltung mir das bezahlt und meine Versicherung erst recht nicht. Im Prinzip sind sie dafür verantwortlich, wa? Haften sie dafür. Denn die. Wir bezahlen ja auch Schneereinigung. Wenn Schnee geschoben wird. Also müssten sie da doch normalerweise dafür haften, wenn was passiert. Aber hier ist noch nicht gemacht worden. Ich glaube auch nicht, dass sie kommen. Und wenn, kommt dann den Kicken, ob alles schon geschoben ist oder weggetaut ist. Ich sage nur, unsere Pappcontainer, die Pappe, die steht über fast, ja, 2 Monate, würde sagen, ja, 2 Monate, ungeleert, stehen die da immer noch, voller Pappe und das war's. Sieht natürlich gut aus, wa, auf dem Hof. Alles, was Papa anbetrifft, liegt auf dem Hof rum. Herrlich. Finden sie gut. Ich habe mich neulich mit einem Fahrer unterhalten, der Papa fährt. Ich meine, sag mal, warum? Macht ihr nicht bei uns raus, wa? Kriegt auf den Zettel, mit ihr steht ja nicht drauf. Ich meine, wie bitte? Ja, da sagte er, entweder wurde nicht bezahlt, oder die haben gekündigt. Die zwei Sachen gibt es bloß. Ich sollte mich mal bei der Verwaltung stark machen, da nachfragen. Ja, das ist nämlich die Frage, da können wir uns unterhalten. Ihr versteht das, die Hausverwaltung nicht. Also können wir das sein lassen. Bringt da nichts. Aber wenn sie das so schöner finden, warum nicht? Pappe ist ja Gott sei Dank kein Fressen drin oder so. Ab und zu mal ein paar Pizza. Pappen, ja, für eine Pizza. Aber im Großen und Ganzen ist ja nicht Pappe. Nicht fressbare drin für Ratten. Oder Mäuse. Und die Mäuse und die Ratten, die haben bestimmt schon ihr Lager fertig. Da brauchen sie bestimmt keine Pappe mehr. Hätte man jetzt ein bisschen Umwelt an die Tiere denken können. Vielleicht haben die auch gesagt, wir lassen das liegen für die Tiere. Dass sie sich da mal mit Nest bauen können. Kann natürlich auch sein. So, Kartoffeln geschält. Filter, Kaffeefilter, alles schon vorbereitet. Da steht der Kaffee drin. Und Wasser wird online angemacht und dann kommt meine liebe Frau und dann können wir erstmal einen Kaffee trinken und da kommt die Fischstäbchen rein. Das ist unser Balkon. Weiße Strichen. Mensch, wer hat denn das gemacht? Hier alle so weiß. Aber geil sieht das irgendwie aus. Alles schön weißes. So wird abgerissen. Mal sehen, ob das alles hier noch so bleiben darf. Hallo! Herzlich willkommen zu Vlogmas 2021! Da ist uns doch gestern wirklich ein Fauxpas passiert, ja. Und wir haben aus Versehen 2020 gesagt. Also eigentlich wahrscheinlich eher ich und der Uwe hat ja nachgequatscht. Ne? Das ist ja, ich war ja hier. Aber schönes Wetter heute. Aber es ist dem Uwe nicht aufgefallen. Schätzlein, nee. Hat uns das gesagt, was wir 2020 gesagt haben. Und ich muss auch mal sagen, das lässt sich einfacher aussprechen als 2021. Ne? Vielleicht sagen wir einfach jetzt immer 2020. Ja, ihr wisst aber, dass das 21 ist. Ihr braucht nur noch einen Kalender kriegen. Ja, also wie lustig. Das ist mir wirklich, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Schatz, aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Hier, ne?
Snowy Snowman. Da müssen wir die Nase noch umdrehen. Ja. Ja, dürfen wir nicht vergessen. Huh. Nein. Entschuldigung, aber... Entschuldigung. Ich halte das schon wieder. Aha, warum? Weil du Kondition hast. Weil ich Arme habe, genau. So, aber... Keine Arme, keine Kekse. Aber es gibt ja hier schon wieder was Neues zu berichten. Ja. Aus der Wohnungsfront. Denn hier sind 1, 2, 3 Wohnungen gekauft worden. Ne? Ja. Hm. Der Garten ist weg, Leute. Es gibt keine Gartenvideos mehr. Nee. Und zwar hat der die untere Wohnung, wo wir mal vor dem Fenster gesessen haben, gekauft, samt dem Grundstück, was bis zur Häuserwand geht. Ja. Das heißt also, unser Schuppen bleibt uns erhalten. Das heißt, unsere Fahrräder können wir da behalten, also rein drin lassen. Aber der Ferrari ist in Gefahr. Ja, da müssen wir mal gucken, wie sich das da entwickelt. Also er behält die Wohnung auch nicht weiter für sich, sondern nee, er möchte die vermieten für teuer Geld. Ja, und der will natürlich viel haben. Ne? Der fragt ja, ob wir nicht einziehen wollen. Und wollte wissen, was wir Miete zahlen. Das haben wir ihm dann gesagt und das war ihm zu wenig. Viel zu wenig. Ja, und genau das ist leider unser Problem, was wir hier ja alle in Deutschland haben. Die Leute sind so raffgierig und verlieren dabei ihre Menschlichkeit. Die vergessen einfach, dass es da draußen auch noch andere gibt, die nicht Millionärchen sind und sich nicht so viel, so eine hohe Miete leisten können dauerhaft. Also und trotzdem händeringend nach einer Wohnung suchen. Auch in einer Villa Bröckelstein unter anderem. Wie dieses Haus hier von mir ja liebevoll genannt wird, weil es einfach eine Villa Bröckelstein ist. Ne? Ja. Das ist, da ist sich halt viele Jahrzehnte einfach nicht drum gekümmert worden. Und entsprechend sieht das Haus aus. Ja. Also naja. Beste Beispiel ist ja jetzt die Versottung mit dem Schornstein. Da kommt ja übrigens morgen der Schornstein. Ja, ja, mal sehen, was da rauskommt. Ja, ja, ja. Ja, also 3 Wohnungen sind weg und jetzt gibt es also nichts mehr hier mit im Garten rumwuseln und schön im Schatten sitzen im Sommer. Ist vorbei, ist verkauft. Ja. Naja, gut. Aber es gibt auch noch schöne Nachrichten. Ne? Der Uwe hat euch das ja schon gezeigt. Der hat nämlich Schätzelein-Post abgeholt. Ja. Stimmt, mich mit der Runde machen. Ja, oh. Ich freue mich. Und natürlich die ganzen Tore müssen wir natürlich auch noch öffnen. Ne? Oh. Ja, aber bevor es zum Tore öffnen geht, muss ich natürlich hier erstmal meinen Kopfschmuck aufsetzen. Ich habe heute mal Bock auf Tannenbäume. Mal sehen, ob ich die finde. Passend zur Jahreszeit. Ja, genau. Und dann ist die Frage, was machen wir zuerst? Schätzleinpost? Wir machen erst Schätzleinpost, oder? Und dann machen wir die Tore auf. Erst die Tore. Erst die Tore. Gucken, wo der Zong ist. Nein, wir machen erst Schätzleinpost. Ja, gut. Okay, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir uns präpariert haben. Und dann gucken wir mal, was in dem süßen Päckchen drin ist. Und ich bin mega gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Liebe Schätzleinpost. Ja, die werden wir mal schnell zusammen ausprobieren. Ach so, okay. Nehmen wir ein Messer. Oh, Kira, Schwanz weg. Und das ist er ab. Ist er weg. Da wollen wir mal gucken, was sich hier hinter verbirgt. Seid ihr auch so gespannt? Also es ist schon wieder total herzlich eingepackt. Es ist hier schön abgedeckt gewesen. Und hier haben wir eine wunderschöne Karte, ein Umschlag. My favorite color is Christmas lights. Ja, absolut. Und hier steht vorne noch nichts drauf. Eigentlich darf man es noch gar nicht lesen. Ne? Das ist ja erst für Weihnachten. Ja, weiß ich nicht. Ich werde mal kurz reinschauen, ob ich es vorlesen darf. Oder zeigen darf. Oder zeigen darf, ich hoffe. Oh Gott, oh wie süß, ey. Der Brief darf gerne vorgelesen werden. Aha. Das ist super. Aber nicht zeigen, man. So. Also, ich zeige euch jetzt erstmal, wie süß der schon wieder gestaltet ist. Ah, ich liebe sowas. Total knuffig. Ja, lieblich immer. Ja, denn die liebe Doris und die liebe Rita, ganz, ganz, ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Wo haben wir denn den Weihnachtsmann, Uwe?
Hier ist er noch. Ein dickes, dickes Herz. Die haben mir nämlich schon geschrieben, dass da was kommt, ja? Der hat ja die Überraschung vorweggenommen. Aber es ist okay, wir werden es erstmal lesen. Liebe Susi, lieber Uwe, heute senden wir euch einen kleinen Gruß und möchten damit gleichzeitig Dankeschön sagen. Bitteschön. Mit euren Videos bringt ihr so viel Farbe in unser Leben. Ihr lasst uns teilhaben an eurer Freude und an euren Sorgen. Ihr teilt alles mit uns, ohne uns zu kennen. Oftmals werdet ihr mit Absicht missverstanden, belächelt und sogar beleidigt. Ja, das stimmt leider. Ihr seid oft die Bocksäcke eurer mit ihrem Leben unzufriedenen Follower. Ihr macht trotzdem weiter, weil ihr wisst, dass eure Community hinter euch steht. Ah, Mann, ich muss mich hoffen, dass ich nicht Hochwasser kriege. Aber du hast absolut recht. Danke für eure Social-Media-Arbeit. Wir wünschen euch eine ruhige Adventszeit und ein besinnliches Weihnachtsfest. Liebe Grüße, Doris alias Schnucki 0067. Ist dir das ein Begriff? Schnucki schreibt immer ganz viele Kommentare. Und Rita Riesebisi. Ah, total süß. Die Hunde. Oh, so süß. Gib bitte der süßen Maus Kira einen dicken Knutscher von uns. Aber ja, Mausi, Mausi. Von der Doris. Von der Doris und von der Rita. Kira. Ich habe aber nichts zu tun. Nee. Ja, der Brief darf gerne vorgelesen werden und ihr dürft die Päckchen gerne schon öffnen. Ah, wie cool! Danke für diesen wunderschönen Brief und danke für die Wertschätzung. Das ist, du hast so recht mit dem, was du da geschrieben hast. Aber, ne, es gibt ja auch mal dieses Aber, die Mehrheit sind halt Schätzeleins, ne, und bleiben auch Schätzeleins. Und den werde ich mir schön aufheben und oben in die Schätzleinkiste tun, weil wir haben nämlich eine Schätzleinkiste, wo alle Briefe drin sind, die wir von unseren Schätzelein bekommen haben. Ja, Briefe und Karten haben wir da drin. Genau. So, und die beiden aufheben, wa? Haben das schon wieder randvoll gemacht, das Päckchen. Oh. Es ist wirklich bis oben voll. Und was das Erste, was mich anlacht, sind natürlich Masken. Ich schätze mal, eine für dich, eine für mich. Keine Ahnung. Hier haben wir eine Glow Away, eine Hydrating Sheet Mask mit wilder Rose. Die hatten wir schon mal. Ja. Ja, wo so rot war. Also die hat die Haut richtig gut durchblutet. Und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Die finde ich richtig toll. Und dann gibt es noch eine Refreshing Sheet Mask mit Pfefferminze Extrakt. Die kennen wir noch nicht. Die darfst du am Ende ausprobieren. Das ist nett. Oh Gott, du hast das alles so schön eingepackt. Total süß. Ich sehe hier ganz viel Susi-Päckchen. Und hier ist eine. Das ist eine hessische Ahlewurst. Eine Spezialität des Metzgers unseres Vertrauens. Wow. Cool. Ja, da. Kira, ne? Da geht die Nase. Das muss ich erstmal beiseite tun, wegen der Kira eben. Dann haben wir hier ein buntes Tütchen. Hashtag alle lose. Wie süß ist das denn, Uwe? Gucken wir. Niedlich. Da sind ganz viele Sachen drin, die wir lieben. Mhm. Oh, wie cool. Vielen, vielen Dank. Also ich feiere diese bunte Tüte. Muss ich mal angucken. Selber gemacht. Ja, total süß. Gut. Dann fangen wir mal jemand an. Guck mal, alles selbst gemacht. Wie süß. Das ist für den Uwe. Warte, ich muss euch das zeigen. Guck mal, diese Kärtchen. Haben sie selbst gemacht. Das ist so süß. Oh, ich liebe sowas. Ja, wünschen Doris und Rita für den Uwe. Oh, danke. Genau. Oh, und Print. Kira, bleibst du sitzen? Nom, 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 nom. Sehr, sehr lecker. Auch, ups, ist doch tatsächlich das Bändchen abgegangen. Soll das vielleicht heilen? Soll uns das was sagen? Wie peinlich. Ja. Ob wir das probieren müssen? Habt ihr die selber gemacht? Mm.
kannst du nicht essen wieder. Nein, ich möchte sowas jetzt nicht essen. Mmh, sehr, sehr lecker. Dankeschön. Wie cool ist das denn? Den habe ich gebraucht. Was ist denn das? Der Akkuschrauber. Schokolade. Ach, ist auch Schokolade? Bestimmt. Kann ich mir nicht vorstellen. Wie cool ist das denn? Das ist ein Akkuschrauber. Das ist eher für einen Weihnachtsbaum. Ja. Ein Christbaumhänger. Christbaumhänger. Wie cool ist das denn? Super, kommt nur ein Schuppen. Was? Nein! In Werkstatt. Der kommt an Tannenbaum. Jo, der kommt an Tannenbaum. Wie cool, da habe ich ja direkt Aufwand von. Weil wir haben ja so diese besonderen Kugeln auch im Baum. Ja. Und das wird auch eine besondere sein. Ja, auf alle Fälle. Sehr, sehr cool. Irre. Ja. Ich muss ja nächste Woche Mittwoch zum Zahnarzt. Und wenn der bohrt, gebe ich ihm den hier. Kann er hier mit. Ich meine, ich habe mein Werkzeug mitgebracht. Ich finde das so cool. Coole Idee. Ich werde mal jetzt das Würstchen aufmachen, damit die Kira mir richtig verrückt wird. Recht herzlichen Dank. Ich finde es einfach mega. Wahnsinn. Oh, die riecht gut. Guck mal. Ah. Mmh. Oh, da freue ich mich schon drauf. Oh, das riecht richtig durchs Papier durch. Ich hab die Blätter eingepackt, ja. Verrückt. Danke, wir freuen uns. Also, oh. Ich freue mich da mega drüber. Ich bin sehr gespannt, wie die am Ende schmecken wird und diese Schildchen, Uwe. Aufheben. Ja, das machen wir noch mal ran an die Wurst. Ja. Damit ich das nicht vergesse, was das ist. Ja. Dann möchtest du jetzt noch eins aufmachen oder soll ich erst ein Päckchen haben? Nee, kann ja nicht. Oh Gott, das ist so viel, ey. Ich nehme jetzt erstmal ein kleines, hier steht drauf. Susi. Da steht noch was, aber kann ich nicht lesen, meine Augen zu schlecht für. Also das, Ratsche. Oh, Knallerbsen. Oder Sprechperlen. Ja. Oh, wie cool. Ihr seid echt. Komm her, Zucker, ich liebe das. Und einfach nur als Dankeschön. Also, wir machen es doch gerne. Oh, nein. Oh, wie cool ist das denn? Ohrringe. Ich liebe Weihnachtsohrringe. Ja, Moment, ne? Das geht ja nur um das gleich. Ja, nicht. Obwohl, ich kann die ja drin lassen. Ich habe ja in meinem Körper halt gar mehr Löcher, ne? Ja, mehr Löcher. Nicht nur eins. Ja, guck. Also, ich sag euch das gleich. Das Video heute wird Überlänge haben. Ja. Das kann ich euch gleich verraten, wenn ich hier das direkt ist. Oh Gott, wie cool sehen die bitte aus. Damit hast du mir eine riesige Freude gemacht. Das ist das schon wieder der Beweis, ne? Die kleinen Päckchen, das sind die Besten. Die Besten, ja. Ich muss jetzt erstmal mein Loch hier finden. Opa, helf mir, mein Loch zu finden. Ich weiß, wo das ist. Hier irgendwo ist es. Achso, du meinst jetzt Ohren. Ja, was denkst du denn? Ja, klar, Ohren. Natürlich. Das sind jetzt meine Ohren. Na, sage mal. Ich krieg mal schon. So. Und, sieht man's? Hallo. Ich sehe es nicht, ob ihr es seht, aber ich freue mich da wahnsinnig drüber. So. Hier, Schatz, bist du jetzt dran bestimmt nochmal. Hier ist wieder ein selbst gebastelt. Nein, da steht Susi. Susi, ganz groß wäre. Ein wunderschönes Päckchen. Aber guck mal, hier sehe ich eins mit Uwe. Dann darfst du nochmal aufmachen. Während ich mir jetzt den anderen Ohrring reinmache. Wie schön die einfach sind. Oh, vielen, vielen Dank. Und was ist es? Mir küsst du gut, das ist. Huch. So, da haben wir sie. Ganz, 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 ganz dickes Danke. Ihr seid ja wirklich verrückt. Das ist ja der Wahnsinn. Sehr cool.
Für Uwe, ja. Was hat denn der Uwe da? Das ist schwer. Ja, gut. Ein Ohrring? Schlüsselanhänger, oder? Nein, Uwe, das wird bestimmt so ein Schlüsselring sein, also zum Schrauben und. Ich habe sowas schon mal gesehen, was wie eine Schneeflocke aussieht. Brauchst du hier eine Schere? Ja. Aber wie cool ist das denn? Was steht denn hier drauf? Snowflake Wrench, ja. Das kannst du dir an deinem Schlüsselbund dran machen, hast du immer Werkzeug dabei. Ja. Cool. Dreikant, Vierkant, Schlitz. Ja, ah, sag mal, das ist so ein jetzt. Werkzeug. Ja, sehr praktisch. Hast du immer deinen Schraubenschlüssel und so weiter dabei? Und das ist, was du am meisten brauchst, Vierkant. Ja. Und Sechskant. Sehr cool. Coole Idee. Danke. Oh, ihr habt euch ja wirklich wahnsinnig gedankt. Irre. Das ist ja, ist ja unfassbar. Wie cool ist das bitte? Ich verstehe deine Bohrmaschine lustig. Ja. Das ist ja der Oberburner. Und meine Ohrringe jetzt. Oh. Ja gut, ich mach weiter, ne? Sehr, sehr, sehr cool. Sehr praktisch. Mhm. Danke, danke. Also hier haben wir was Flaches mit meinem Namen drauf. Und Doris und Rita wünschen mir ein frohes Fest. Ja. Und eigentlich ist das schon komisch, das jetzt aufzumachen. Ne? Das hätten wir schon eigentlich eher unter dem Weihnachtsbaum aufmachen müssen. Ja, aber der Weihnachtsbaum steht zu weit weg. Der ist noch so lange hin, bis 24. Ja. Und ich bin ganz dankbar, dass du geschrieben hast, oder ihr geschrieben habt, dass wir das jetzt schon aufmachen dürfen. Ja. Ein Büchlein. Handkäse mit Musik. Rezepte aus Frankfurt. Nein, wirklich? Wie cool. Oh, wie cool ist das denn? Ah, Appleboy-Cremesuppe. Ah, wie cool ist denn das bitte? Vielen, vielen Dank. Also über sowas könnte ich mich wirklich freuen. Das ist hier Uwe Linsensuppe Frankfurter, das ist was für dich. Ja, nach Linsen kannst du schön grinsen. Wart ihr das nicht, die mir das auch mit Handkäse mit Musik geschrieben habt? Wart ihr beiden das nicht? Irgendjemand schrieb mir sowas. Mir kommt Handkäse mit Musik sehr bekannt vor, weil ich ja den Harzer so liebe. Ne? Ja. Mit Kümmel, genau. Ja, wie cool. Danke, ich freue mich da extrem drüber. Also hier sind allerlei leckere Rezepte drin. Rezepte aus Frankfurt. Also ich finde das mega. Könnt ihr noch mal gucken, falls ihr sowas auch möchtet. Aber meins kriegt ihr nicht. Ah, danke, danke, danke. Schatz, weiter. Da ist noch so viel drin. Oh, Peanuts Karamell war. Das ist ja wie Mr. Tom. Ja. Oh, wie cool. Ja, Schatz, das kannst du nicht essen. Nein, ich möchte sowas nicht. Oh, danke schön. Ich freue mich. Kira, guck mal hier. Sag doch mal, was sagt David? Ja. Dann haben wir hier noch was Kleines. Da steht schon wieder Susi drauf. Ja. Mit einer total süßen Schleife. Oh, ihr habt das so schön gemacht. Also wirklich, das ist ja unfassbar. Und die Schokodinger hier, da schreibt mir doch mal bitte, ob ihr die selbst gemacht habt. Auf jeden Fall schmecken die richtig gut. Ja. Oh, total lecker. Also hier ist was Flaches drin. Ein Schlüsselanhänger. Love Dog, oh wie schön. Ich hoffe, ich kann es richtig rumhalten. Oh, hier ist noch was mit einer Katze. Moment, ich muss erstmal selber gucken. Nein, das ist keine Katze, das ist ein Hund. Total cool. Einmal so. Moment, Moment. Kann man das sehen, Schatz? Nee, Blende zu doll. Aber vielleicht ist so, es ja. Am Ende ja. Und die andere Seite ist so. Ja. Ein wunderschöner Schlüsselanhänger. Ich freue mich da wahnsinnig drüber. Richtig cool. Nostalgic Art. Sehr cool.
Erst hat gedacht, das ist eine Einkaufswagen, so ein Chip. Chip, aber dafür ist es zu groß. Das ist Ja. ein Schlüsselanhänger. Dankeschön. Sehr, 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 sehr cool. I love dogs. Am meisten dich. Mausi, möchtest du noch was haben? Herrchen, Ja. damit du nicht einschläfst. Entschuldigung. Hier haben wir noch ein Päckchen. Hier. Und da steht gar nichts drauf. Nö, hier steht nichts drauf. Schatz, dann darfst du auf jeden Fall aufmachen. Bitteschön. Ja. Die haben immer noch so viel drin, ne? Nimmt gar kein Ende. Sieht man eigentlich mein. Ja, ich glaube, so sieht man das, ne? Boah, ich bin so gespannt auf die Wurst, ja. Die riecht total lecker und ich werde auf jeden Fall Feedback geben. Hat dir schon meine Ohren hier gezeigt? Ja, sieht cool aus. Sieht toll. Das fühlt sich nach Weihnachtsmann an. Ein Weihnachtsmann? Bestimmt. Oh! Oh. Oh, ist was Selbstgemachtes. Ja. Ein Oh, wie Eierbecher. cool. Du bist auch ein Eierbecher. Ach nee, Kerzen. Alter. Nicht kaputt machen. Das ist ein Engelchen, ein Kantenhocker ist das. Ein selbstgemachter Engel. Engelkantenhocker. Total süß. Süß. Und hier oben kannst du entweder Kerze. ein Teelicht oder ein kleines Pflänzchen oder irgendwas reintun. Ja. Total süß. Danke. Oh, ich mag das. Den können wir da oben mit hinstellen. Ja. Voll süß. Okay, dann haben wir hier ein großes mit Susi drauf. Und es rappelt nicht. Hast du schon gerochen, was da drin ist? Verrat mir mal. Nee, sie schweigt. Okay. Hier? Oder brauchst du nicht? Ja, doch. Dass wir uns gar nicht so lange auf die Folter spannen, ne? Also ich freue mich jetzt schon auf die Masken, mal ganz ehrlich. Weil ich weiß, dass die echt gut war. Zumindest die mit der Rose, die war super. So, nochmal schön sicher eingepackt. Das ist wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Du Ja. kannst mir sagen, was du willst. Das ist wie vom dritten Advent. Ich glaube, manche Schätzleins, die lieben uns, glaube ich, wirklich. Das ist ja. Nochmal eingepackt. Oh, so Oh. schön, ich sehe schon, das sind bestimmt Kugeln. So schöne, selbstgemachte Kugeln. Hier braucht das Messer nochmal. Ach Mann, ich muss aufpassen, dass ich das Heulen anfange. Ihr wisst es ja immer, das ist so was berührt mein Herz, ne? Vorsichtig. Ja. Hier, Schatz. Nimm mal weiter, bitte. So. Ist ja der Wahnsinn. Schön vorsichtig. Was ist Stein. das? Leute, guckt euch das Oh, mal ist an. das hübsch. Das ist Glas und da ist so ein schöner Weihnachtsbaum drin. Ich hoffe, man kann das sehen Ja. im Video. Hübsch. Total schön. Auf was für Ideen hier Ja. kommt, das ist ja der Wahnsinn. Da können wir das auch mit im Baum hängen Aber oder na hängt man klar. sowas eher ans Fenster? Na, am Fenster, aber hier unser Fenster, das sieht man ja nicht unten. Total Aber hier sehen schön. das. Total schön. Vielen, vielen Dank. Also ich bin fast sprachlos, wie schön das einfach ist. Hier, Schatz, musst du dich nochmal angucken, richtig? Wunder, wunderschön. Leute, 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 ich muss aufpassen, dass ich nicht weine. Ich will nicht immer weinen, aber das ist so Hübsch. rhetorisch total. Das ist so, so schön. Reiß dich zusammen, Susi. So, jetzt haben wir hier noch drei Päckchen.
eins mit einem richtig dicken roten Herzchen und einer selbstgebastelten Karte. Oh, und das ist für Kira. Gib mir mal bitte den Deckel. Da steht Kira drauf. Über den Deckel. Ja, bitte. Kira, das ist für dich. Von Doris und Rita. Ja, mal gucken, was sie dir da eingepackt haben. Na. Oh. Wow, vielleicht so eine Streifenkira mit Geflügel. Ist du da ja nicht, wir müssen aufpassen, dass du uns nicht mal wegfliegst. Ja, dann will ich die Fliege frisst. So, das müssen wir natürlich gleich ausprobieren. Das geht ja gar nicht, dass die Kira nichts probiert, nicht? Oh, Mäusi. Nee, die kommt rum. Ich wollte es eigentlich zeigen, Gabi. Komm her, das. Guck mal. Ist das ein Bild? Ja. So. Und tschüss. Oh, vielen, vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Das ist ja unfassbar. So, wir haben ja noch zwei Sachen, Schatz. Hier steht nichts drauf, mach auf. Jetzt rein weg, oder? Oder willst du hier was anderes aussuchen? Willst du hier aussuchen, was du möchtest? Nee, ich kann die Schokolade. Oh. Oh. Wow. Oh. Musso-Schokolade mit Pistazie, 56% Kakao. Oh, das hört sich ultra lecker an. Mm-hmm. Wahnsinn. Alles für eine schlanke Figur natürlich. Mm. Vielen Dank. Ja. Ihr seid ja wirklich verrückt. Ihr seid verrückt. Und hier ist nochmal, hello, hier steht einmal Susi Nordaufsee gerade. Die Giraffe hat es mir verraten. total schön. Ich finde das total süß. Ist denn das hier eigentlich Frankfurter Dialekt, was hier drauf steht? Homemade. Es ist also handgemacht, wenn ich das richtig sehe. Ich bin gespannt, was ihr euch da wieder habt einfallen lassen. Nee, Kira, mehr nicht. Jetzt hat sie noch gekriegt. Homemade? Glaube ich nicht. Aber lecker. Ah, ich gehe ja kaputt. Und zwar Beckys Salmiak-Sticks. Lakritze. Ah. Das ist ja Wahnsinn, wie ihr aufgepasst habt, ey. Vielen, vielen Dank für all die tollen Geschenke. Päckchen ist leer. Ihr seid ja wirklich verrückt. Also das ist, was hier jetzt schon wieder liegt, das ist ja unfassbar. Aber ich weiß ja nicht, was mein Highlight ist. Ich glaube, die Ohren. Ne? Aber auch das hier. Wie schön ist denn das bitte? Wahnsinn. Also ich würde es mir jetzt in den Weihnachtsbaum hängen, aber schreibt mir das bitte gerne nochmal, ihr zwei Hübschen, wofür das gedacht ist. Aber geh mal davon aus, weil das hier ja auch aussieht wie vom Weihnachtsbaum, ne? Ja. Und dann, was noch Highlight für mich ist, ist ja wirklich für Uwe seine... Sein Schraubenakkubohrer, wie cool ist denn das? Coole Teil. Ach, ihr seid wirklich verrückt. Auch das ist sehr schön. Alles, es ist einfach alles, alles toll. Ist super. Ihr habt euch so viel Gedanken gemacht. Ich finde auch genauso diese selbstgemachten Kantenhocker total süß. Ne? So wat, also mit sowas holst du mich ab. Das ist so. Ich lieb's einfach. Voll schön. Kommt ein kleines Blümchen drin und dann. Naja, und dann natürlich die Frankfurter Spezialität. Die Wurst ist ja mal Oberhammer. Also da freue ich mich schon, wenn wir die nachher auf eine Stulle machen können. Oder auf eine Schrippe oder so. Es ist einfach alles wunderschön. Und ich weiß gar nicht, womit wir das immer alles verdient haben. Ganz ehrlich, wir machen doch bloß Videos, weil uns das Spaß macht. Und ja, und weil wir gerne ein bisschen Freude in das Leben von euch bringen wollen. Eigentlich müssten wir euch was geben. Ja. Und dann werden wir so reich beschenkt. Es ist wirklich reich beschenkt. Also die kommen auf jeden Fall mit und werden im nächsten Maskenmontag, wenn wir den wieder machen, ausprobiert. Ja. Definitiv. Hoppala. Und die Rezepte, kommen sie da rein? Na klar.
Und die Rezepte werde ich auf jeden Fall auch ausprobieren, ein paar. Da habe ich schon leckere Zeugs drin gelesen. Aber Schatz, ich bin so, wir haben so tolle Schätzelein. Ja. Ja, ich kann gar nicht so viel Herzen zeigen, wie ich gerne möchte. Am liebsten möchte ich, dass mir die aus den Augen fliegen. Ja, das ist. Aber dafür hast du eine Ohren. Ja, wie cool sind Das bitte die hilft uns. Ohrringe, ja. Ich hoffe, man konnte die sehen. Ja, mir bleibt jetzt einfach nur noch übrig, euch ganz fest zu umarmen und vielen, vielen, vielen Dank für diese tolle Überraschung. War. Womit haben wir das verdient, Schatz? Ja, ich wüsste. Ja. Wir machen dann noch wieder, das weiter nicht. Total süß. Aber jetzt weiter am Auspackmarathon. Ich möchte einfach euch nochmal ein dickes, fettes Weihnachtsmannequin-Herz zeigen, weil ich so dankbar einfach dafür bin. Ihr seid richtige Weihnachtsschätze, meine Ja. Schätzeleins, ja. Aber Auspackmarathon werden wir jetzt weitermachen, denn wir Ja. müssen das Türchen öffnen. Und Tschüss. zwar heute Tür 9. Oder? Ja, Ah. heute 9. Gestern war 8, Schatz. Ach ja, nein. Bin ich heute dran? Oh. Bloß wenn die Schätzeleins sehen, ist ja schon Türchen 10. Ja. Wir sind ja immer so ein bisschen hinten hinterher sozusagen. Ja, Also, wenn ihr Lust habt, dann kommt mit. Wir werden jetzt die Türchen öffnen aus den anderen Adventskalendern. Und danke, Rita und Doris. Dicken Knutsch, nur für ja, euch. dann werden wir mal hier die Pakete plündern. Du darfst anfangen. Ich darf anfangen. Wir suchen die neuen, ne? Ja. 18. Oh, ich habe die 24. Ja, ich auch bald. Ich weiß auch, wo meine 24 17, ist. 11, 16, 13, 15, 14, 22. Und die 10 habe ich auch schon mal. Ja. Hier ist auch die 10. Ja. 23, 21. Da bleibt ja nur noch die Tür. 19, 11. Uwe, wo hast du die versteckt? Ich nicht. 22, 14. Der Uwe ist sowieso gemein. Nein. Oh. Oh, du hast Ich, sie. nein, die haben von Anfang an da gelegen. Du hast sie versteckt. Nein, die war von Anfang an da. Oh, na warte. Die war. Du hast sie einfach versteckt. Nein. Nee, ich habe ja blau, nicht rot. Du kannst ruhig die rote 9 zoomen. Ja, die habe ich. Die neun. Der letzte Mathe geht nicht raus. Der Uwe ist super schummelt, ehrlich. Na gut, der letzte macht das Licht aus und er hat geschummelt mit nee. Meiner neuen, die hat er einfach versteckt. Komm, Mausi. Na komm raus. Hat er einfach mein Päckchen hinter ein großes anderes versteckt. Das ist ja Zufall. unfassbar. Ja. Das ist ja unfassbar. So, ich leg's erstmal ab. Hier liegt noch all das von Rita und Doris rum. Aber das tut dem ja keinen Abbruch, oder? Nee. So, dann machen wir hier weitermachen. Ja. Bei Daniela die 9, bitte. 24. Wer sucht, der findet. Ach, das ist 23. alles so schön, ey. 17. Haben wir da. Da ist er. Die 9. Jawohl. Sehr Super. schön. Zack, in der Hose. Das muss ich hier. Kira? Ach, guck Ah. mal, was für ein Zufall. Ja. Oh, guck mal, wieder so süß und Corgi. Ja. Oh, wenn da nicht Kira draufsteht. Ja. Sehr, sehr cool. So, jetzt brauchen wir hier auch die 9. Die 9? Wo sind deine? Die haben nicht bei, wa? Gibt keine. Ach ey, wo sind die? Nimmst du die? Wo sind die 9?
Ich sehe keinen. Ich nehme einfach das Paket. Der Uwe, der hat heute auf der Sportzeitung, auf der Mutzeitung geschlafen. Hm? Ich bin immer mutig. Naja. So, ihr Lieben, so, wir bauen jetzt genau das nochmal auf. Ich weiß nicht, warum das so orange ist. So, mein Schatz, dann mach du, fang du an. Ja, wir haben erstmal alles aufgebaut. Ja. Und ich fange dann mal mit Sassis Päckchen an. Yay! Aber eigentlich. Eigentlich fangen wir ja mal mit Kiras Päckchen an. Ne? Ja. Nee, ja, und es ist wirklich die 9. Und da werde ich jetzt mal gucken, was die liebe Sassi. Guck mal, von dir lernen, dass sie jetzt hier festgeklebt. Gut. Sassi! Stolz auf dich! So geht das aber nicht! Wie konnte das denn passieren? Eine Wolke, die das Licht wechselt. Nee. Also wenn hier so eine Wolke drin ist, ist ja nicht, dass du so machst wie wir, dass du einfach die Kartons weiterverwendest. Aber die sehen hier schon wie die Originalkleber aus. Das ist ein Wölkchen drin. Wie cool ist das denn? Oh, ein Nachtlicht sozusagen. Cool. Oh, wie süß. Moment. Aber da gibt es da keinen USB-Stecker oder sowas für? Nee, mit Batterie betrieben. Ja. Oh, ist das schön. Ihr werdet das jetzt bestimmt doch jetzt sieht da ein bisschen. Ja. Oh, ich lieb's jetzt schon. Ein Wölkchen. Guck mal, Kira. Wie schön. Niedlich. Danke, Sassi. Oh, das ist ja wirklich der Renner. Oh, wie bist du denn auf so weit gekommen? Danke, 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 danke. Ich finde das total schön. Also, ich feier so was, ehrlich. Ja. Sehr cool. Ich glaube, wir müssen doch ein Board bauen an der Wand. Über das Bett. Vor allen Dingen müssen wir noch ganz andere Sachen machen. Nicht, Sassi? Da müssen wir noch was machen. Da müssen wir nochmal ein ernstes Wort drüber reden. Genau. So, und Uwes verstecktes Päckchen. Nein. Ihr wart dabei, ihr habt's gesehen. Der hat's einfach hinter einem anderen Päckchen versteckt. Und das geht gar nicht. So, nein, hab ich nicht. Ich hab das hingestellt. Und der große davor gestellt. Ich hab's aber nicht versteckt. Es klappert. Die Mühle am Rauschen. Ich hab keine Ahnung, was da drin sein könnte. Aber der Uwe hat auch wieder nicht mit Tesafilm gespart. Ich bin so gespannt. Seid ihr auch immer so gespannt beim Auspacken? Und wenn dann Leute so einen Tesafilm am anderen abkriegeln, dann wäre ich echt irre. Oh, du bist extra da so zu Rossmann gefahren? Ehrlich? Und schon wieder festgeklebt hier. Leute, diese Ampullen, Hyaluron-Booster-Ampullen von Isana. Ich feier die. Die sind so extrem gut und haben einen Duft, der ist sensationell, wenn man so Duft im Gesicht mag. Ne? Das ist, oh, ich liebe die. Dankeschön. Wie cool. Ich freue mich. Ja, über sowas freue ich mich nicht, Kira. Du kannst du gar nicht verstehen, oder? So, du bist am dransten. Ja. Ja. Fang ich mal mit Danielas an. Ja. Und nicht wieder kaputt schneiden. Wie cool ist das bitte? Einfach nur toll. Sassi, danke. Vielen, vielen Dank. Blinkert denn noch? Keine Ahnung. Willst du das haben? Ne? Du kriegst gleich was. Ja, Herrchen lässt dich heute warten. Ich Herrchen ist renitent und obsess. So viele schöne Sachen haben wir gekriegt. Doris und Rita, ne? Ja. Ihr seid ja wirklich Schätze. Ganz große Schätze. Vielen, vielen Dank für all das. Oh, guck mal, Fußballfans. Hast du die nicht letztens auch? Ja, da habe ich erst einmal. Von wo haben wir die denn drin? Ja, bei Daniela oder was? Keine Ahnung. Oder?
glaube ja. Nee, von bei Sassi waren die drin. Ich habe welche und du hast welche. Ja, stimmt. Und jetzt bei Daniela. Oh, wie cool. Abgesprochen. Ja, vor allem haben wir dann beide das gleiche, was wir machen können. Sehr, 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 sehr cool. Und zwar ist das Balea Fußbadeperlen mit Urea. Pflegende Reinigung und verweicht Verhornungen für sehr trockene Füße. Und das ist genau das Richtige im Winter. Sehr cool. Vielen, vielen, vielen Dank, Daniela. Danke. Du bist ganz durcheinander hier. So. Ach, also, ich bin so einfach. Die Kira. Ach, mit dem Corgi-Bild da drauf. Nee, total süß. Schnuffelst du schon, was da drin ist, Maus? Hm? Was ist denn da drin? Erzähl mal. Heute wirst du aber auch verwöhnt, ne? Die, also nach Weihnachten bist du bestimmt um 1 Kilo schwerer. Das befürchte ich. Ja. So, Schneck, Schneck, pass mal auf, was da jetzt kommt. Beiß mal schön auf, Herrchen. Ja. Oh. Was hat sie denn da? Oh. Duck Bones. Pure, also reine Entenknochen sozusagen. Top-Marke. Ich zeig euch das. Von Vitakraft. Und hier sind so eine kleinen Dinger drin. Ja, Schneck, Schneck. Mal sehen, ob wir das aufkriegen hier. Nee, jetzt nicht aufmachen. Willst du das auch noch aufmachen? Das Amus, ja, hast du auch wieder recht. Aber dann kriegt sie hier noch so einen Kaustreifen. Ja. Von, die hat der Kaustreifen von Doris und Rita. Und dann kriegst du da noch einen, okay? Nee. Nee. Was wird andere die Wochen, wa? Naja. Wenn es sein muss. Das ist ja eine Marke. Ja. So, also, vielen, vielen Dank. Was ist denn heute los? Liebe Sassi, für die schöne Überraschung für Kira. Ja. Sehr, sehr cool. Jetzt kommt Uwes Überraschung. Ja. Sind sich immer alles hübsch eingepackt? Ja, absolut. Ja. Sassi hat es eh immer drin. Aber auch die anderen Sachen alle. Das ist ja, ja der ist alle. Diese Schnuckertüte von Doris und Rita ist ja auch der Oberhammer, oder? Ja. Achso, ihr seid wirklich. Mir fehlen ja schon fast die Worte, ne? Ganz ehrlich. Was hast du endlich ein Rasierapparat? Das sieht noch nom aus, oder? Ja, sehen wir die Schere. Ja. Na, vor dir nimmst du die so lange. Ja. Mach hin. Ja, aber ich weiß ja nicht, wer das hier eingepackt hat. Ja, ich habe auch keine Ahnung. Wer war's denn? Essstäbchen, oder? Ach, hier, so ein Duft. Nicht? Profissimo, Raumduft, Apfel, Zimt. Oh, hier hast du ja. Ein Riechloch. Ein da Duftloch riech, sozusagen. Riechst du das? Schick. Du musst nicht alle trinken. Ich möchte auch mal riechen. Ja. Riecht nach Apfelzimt, ja. Mhm. Sehr cool. Dankeschön. Sehr, sehr, sehr cool. Super. Oh. So, das war's. Nee. Ach nee, Mensch, das ist meine liebe meine Frau hat ja auch was mir gegeben. Ah, guck, hat sie das nicht wieder schön eingepackt? Ach, normal. Nee. Doch. Hier hast du Schere oder Messer, keine Ahnung, was du willst. Ah! Ja, schwere, Schwerstverletzung. Oh, Kekäse. Entschuldigung. Hier, Mausi. Schere. Messer, Licht ist für kleine Kinder Licht. Es ist hier nur eine Klammer, Schneck, Schneck. Mehr gibt's jetzt nicht. Nein. Du wusstest uns ja zu dick, habe ich gehört. Ja. Kann es sein, dass ihr schräg steht? Was hängt denn da rein? Ja. Aber es steht nirgendwo drauf. Oder? Schräg. Der naja, Tisch ist schräg, der ist abgerutscht. Da hast du für dich gewischt, da ist du drüber gerutscht. Ist ja aber komisch, oder? Ja. Wenn das nirgendwo drauf steht. Eine kleine Schneeflocke. Ja. So, jetzt haben wir aber unsere Schätzeleins hier mit
Auspacken verwöhnt. Auspackmarathon vielleicht auch noch überfordert, oder? Ja. Also die kannst du bestimmt gut lutschen, oder? Eintunken. Ditschen. Ja. Oh, guck mal, wie der Smooth da rauskam. Ja, willst du zeigen? Ja, kann aber nicht tun. Soll ich zeigen? Ja. So, Monster-Doppelkekse mit 46% Kakao-Creme-Füllung. Gab's bei... Bei wem? Hier. Jäger. Genau. Da bin ich mal gespannt, weil... Oder haben die anderen auch immer so eine hohe Kakao-Creme-Füllung? Ist ja auch wurscht, Hauptsache dem Uwe schmeckt es. Ja. Ganz es leid. Also ich möchte mich recht herzlich bedanken. Ja. Bei all für diese lieben Geschenke. Ja. Ich auch. Doppelherz sozusagen. Ja. Ihr seid wirklich... Der Burner. Der Wahnsinn, ja. Also... Ich bin fast sprachlos und ich bin froh, dass ich nicht losgeweint habe. Das war manchmal so ein bisschen kurz davor. Ja. Und jetzt fängt es gerade wieder an zu schneien. Ja. Ach Gott, wie schön. Das hat trockengeschnitten wirklich, worden. Es hat wirklich was von Weihnachten gerade. Das, oh, das ist so passend. Schön. Ey. Ich möchte mich auch von ganzem Herzen bedanken bei all den Lieben, die uns hier heute überrascht haben. Bei Doris, bei Rita, bei... Sassi, guck mal, wir haben noch gar nicht den Adventskalender gemacht. Bei Mira und Ozok natürlich, die uns hier immer jeden Tag mit einem Tee versorgen. Bei meinem Schatz möchte ich mich bedanken. Ich möchte mich auch bei dir bedanken. Und natürlich bei Sassi und Daniela für die tollen Adventskalender. Hier habe ich heute 9. Türchen Schwarztee, Ingwer und Pfirsich. Und das hört sich schon sehr lecker an. Da freue ich mich nachher drauf, den zu trinken. An dieser Stelle auch lieben Dank, Mira und Ozok, für diesen leckeren Tee-Adventskalender. Ja, das sind wir durch, oder? Ja. Also ihr seid der Wahnsinn, ihr seid des Wahnsinns, ihr seid einfach die Oberburner. Ja. Unsere Hummelgang. Und ja, es bleibt uns immer nur da ein Herzchen zu geben, weil ihr einfach... viel mehr eigentlich verdient habe, ne? Ja. Aber mehr können wir gerade hier nicht so über die Leitung schicken. Aber das ist natürlich mit ganz viel Liebe zu euch geschickt. Ja. Und da wir jetzt so viel ausgepackt haben, Schatz, machen wir jetzt Schluss. Ja, wir werden uns, wir können nicht mehr. Wir müssen das jetzt erstmal alles sacken lassen und vor allen Dingen auch wegräumen. Und ich möchte mir das alles nochmal ganz in Ruhe für mich angucken. Ja. Und ja, wir verabschieden uns heute aus diesem Video. So wie wir hier sind. So wie wir hier sind, genau. Wir drei, obwohl die Kira gerade nicht so zu sehen ist. Was war denn dein Highlight heute? Ja. Definitiv. Also das finde ich auch mega. Cool. Natürlich. Alles. Das waren alle Sachen sehr schön. Alles. Aber ich muss jetzt echt diese Ohrringe sagen. Letztendlich, ja. Letztendlich aber auch, wie Uwe sagt, es soll sich bitte keiner benachteiligt fühlen. Ich finde auch die Wolke mega. Ja. Einfach mega. Ja. Also das ist im auch Prinzip alles. Die Türchen und das Päckchen war mein Highlight heute. Ja. Nicht der Schnee. Der bei dem Schnee heute Morgen hat gedacht, mich tritt ein Pferd. Naja, was soll's. Also, nochmal ein liebes Danke raus in die Welt an euch. Und lass uns sagen, was wir immer sagen, mein Liebling. Seid frech, wild und wunderbar. Bis dann, Mann. Ciao. Tschüss, mein Schönen Lieben. Schönen Dank nochmal für alles. Habt einen schönen Tag. Wir müssen erstmal sortieren. Ja.